Moin, moin, Leute. Herzlich willkommen zurück bei den Mörderkaninchen und herzlich willkommen zurück in einem weiteren Airbus-Video. Und zwar in einem Airbus-Video mit Matthias. Wir haben uns zusammengesetzt und hatten die Idee, dass wir doch einmal testen könnten, wie detailliert eigentlich die Systemumsetzungen der jeweiligen Airbusse im X-Plane sind. Man könnte da natürlich mit einer ganzen Menge Kram anfangen, aber das einfachste, weil höchstwahrscheinlich unkomplizierteste, sind die Protections. Von denen haben die Airbusse nämlich einige. Wir haben uns hier also den Thales A319 geschnappt und einmal geschaut, welche Protections der hat, wie genau die funktionieren und vor allen Dingen, wie real die eigentlich sind. Das heißt, wie nah sie ihrem realen Vorbild im realen A320 kommen. Das Ganze wird dann am Ende in ein Benotungssystem zusammengefasst, sodass wir nicht nur für jede Protection einzeln auf einer Skala von 1 bis 10 eine jeweilige Note vergeben können, sondern auch für die Gesamtprotections, sodass wir am Ende eine Gesamtnote für alle Protections haben. Und dieses Benotungssystem ist wichtig, denn wir wollen nicht nur den Thales A319, sondern auch den Flight Vector A320 und eventuell auch noch den Jar Design A320 auf seine Protections testen und wie gut sie umgesetzt sind. Am Ende des Ganzen soll dann eine detaillierte Systembenotung jedes einzelnen Systems von jedem einzelnen A320 im X-Plane stehen, sodass ihr euch einfach und transparent darüber informieren könnt, welches Flugzeug in Bezug auf die Systeme das Beste ist, das es derzeit gibt. Wie genau das umzusetzen ist, wissen wir allerdings selber noch nicht so ganz genau, deswegen handelt es sich hier um ein Projekt, das sich selbst weiterentwickelt, während es läuft. Und ihr könnt natürlich daran mitarbeiten, und zwar mit eurem Input. Wenn ihr uns also sagt, welches System ihr gerne getestet haben würdet, dann bitte rein damit in die Kommentare, schreibt mich oder Matthias auf dem Discord oder per Mail an und teilt uns mit, was ihr gerne sehen würdet. Aber genug geredet, legen wir einfach los. Voraussetzung für alle Protections bis auf eine ist das sogenannte Normal Law. In dem befinden wir uns jetzt momentan. Das sehen wir daran, dass vom künstlichen Horizont links und rechts davon diese zwei kleinen grünen Striche sind. Daran erkennen wir, dass wir im Normal Law sind. Das ist gut, weil da haben wir alle Protections. Die erste Protection ist die sogenannte Bank Angle Protection. Die hindert uns daran, den Airbus mit mehr als 67 Grad in die Kurve zu legen, sprich einen Bank Angle von größer als 67 Grad zu erzeugen. Das kannst du direkt mal probieren. Probier einfach mal, den Airbus so steil wie es geht in die Kurve zu legen. Und zwar ohne Höhe zu verlieren. Das wird, nachdem wir 33 Grad passiert haben, etwas schwerer werden. Du merkst, ab jetzt ist er nicht mehr stabil in seiner Höhe. Jetzt musst du mit dem Joystick die Höhe selber manipulieren. Kannst du ihn noch weiter in die Kurve legen. Ja, und jetzt werden wir gleich anstehen. Ja, weiter geht nicht. Jetzt geht er zurück. Alpha Flow Protection, Turbo Lock. Genau. Dann einmal kurz geht's fast off, genau, perfekt. Was noch dazu kommt, ist, dass uns das Fly-by-Wire-Design erlaubt, eine konstante Höhe zu halten in der Kurve, sprich wir müssen eigentlich nicht den Joystick oder den Side-Stick zurückziehen, wenn wir uns innerhalb von 33 Grad Bank bewegen. Bis dorthin ist der Flieger auch stable, das heißt, wenn du ihn mal mit beispielsweise 10 Grad in die Kurve legst, nach links am besten, und dann dort lässt, wirst du merken, er wird einfach dort bleiben. Selbes mit 20 und 30 Grad. Wenn du jetzt allerdings dich zum Beispiel mit 45 Grad in die Kurve legst, das ist dieser einzelne Strich auf der Hälfte des Weges, wirst du merken, ab 33 Grad ist er wieder unstable in der Höhe und der Trajectory. Und leg dich mal mit genau 45 Grad in die Kurve. Da musst du wieder ein bisschen anziehen. Ja, ich merke das schon. Der drückt gegen, das wird schwieriger. Genau. Und jetzt lass einmal den Side-Stick komplett aus. Dann richtet er sich wieder auf 33 Grad auf und in diesem Moment ist er auch wieder stabil. Ja, genau. Das ist keine Protection in dem Sinne, sondern einfach nur eine Stability-Sache, die das Fly-by-Wire simuliert. Sprich, er ist bis 33 Grad stable, dann nicht mehr und er lässt sich bis maximal 67 Grad rollen. Eine Ausnahme davon haben wir schon gesehen, wenn die Bank Angle Protection in use ist, lässt er dich maximal
45 Grad banken und wenn die High-Speed Protection in Use ist, lasst du dich mal maximal 40 Grad banken. Das können wir nachher noch austesten, aber das ist die erste und einfachste Protection. Mhm. Das macht er ziemlich gut. Also der hat gerade eben ja gegengesteuert und hat er dann richtig, also Alpha Floor, ich glaube die Anzeige war korrekt, aber dass er Tobalog reingeschmissen hat, war das auch richtig? Ja, das war soweit richtig. Genau, dann, das ist die einzige Bank Protection. Dann, also in der Lateral Control, sprich im Roll, in der Roll und Yaw Control, gibt es diese eine Protection, nämlich die Bank Angle Protection. In der Pitch Control gibt es vier weitere Protection. Die einfachste davon ist die Pitch Attitude Protection. Wie du schon gesehen hast, bei dem die Bank Angle Protection, da war Schluss bei den zwei grünen Strichen links und rechts. Mhm. Und bei der Pitch Attitude Protection ist Schluss bei den grünen Strichen unten und oben ist auch einer. Mhm, okay. Das heißt, er geht nicht weiter als 15 Grad Nose Down und 30 Grad Nose Up. Das kannst du mal probieren, wenn du ihn nicht allzu schnell bitte Richtung 15 Grad Nose Down drückst und gleichzeitig die Speed ganz rausziehst, damit er uns nicht zu schnell wird. Wirst du sehen, dass bei 15 Grad Pitch der Anschluss ist. Genau, dann gleich wieder hochziehen. Weiter lässt er mich nicht drücken, auch wenn ich den Joystick komplett durchziehe. Genau, und er bleibt allerdings auch, anders als bei der Banking Protection, bei den 15 Grad stehen, wenn du loslässt. Wenn wir uns mit allen anderen Parametern in einem normalen Bereich befinden. Und um die Speed wieder abzubauen, legen wir die Nase gleich mal 30 Grad nach oben, mit Toga-Schub. Sonst geht das ziemlich schnell bergab. Toga nicht an. Genau, bei 30 Grad ist wieder Schluss und jetzt am besten wieder geradeaus, sonst wird das sehr schnell sehr übel enden. Das hat auf jeden Fall gut funktioniert, da hat er Schluss gemacht, beide Male. Genau, das war die leichteste der Pitch Protections. Jetzt kommt eine neue Protection dazu, die sogenannte Load Factor Protection. Jedes Verkehrsflugzeug hat im Prinzip die gleichen Limits, was die G-Load angeht, sprich den Ladefaktor, den wir anziehen können. Wenn wir den Joystick ganz schnell zu uns zurückziehen, darf der Airbus maximal, oder jedes Verkehrsflugzeug ist zertifiziert, 2,5G zu halten, bevor es in einen High-Speed-Stall kommt. Und genauso nach unten, wenn wir den Joystick sehr schnell nach vorne drücken würden, den Side-Stick, Verzeihung, ist das Flugzeug zertifiziert, in Clean-Configuration bis zu minus 1G zu halten. Also, dass die Menschen genau mit ihrem Körpergewicht an der Decke stehen würden. Mit Flaps ausgefahren wären das 0G. Was wir jetzt machen, du nimmst dir bitte noch dazu den System Display, einfach so wie er ist in seiner Cruise Page. Da müsste nämlich unter der Zeit, also da wo jetzt 11.09 Uhr steht, müsste, wenn der Load Factor größer als 1,7 wird, müsste da der Load Factor zu sehen sein, einfach damit wir merken, wann die Protection anschlägt. Okay, das heißt also, du meinst jetzt einfach mal volle Granate ziehen. Genau, jetzt volle Granate einmal den Joystick nach hinten reißen und halten. Okay, dann kommen wir zuerst in die Angle of Attack Protection. Wieder zurück, bitte. Ja, das macht übrigens gerade der Airbus, ne? Ja. Das ist eine andere Protection, die sehen wir uns gleich nochmal an. Das war eine Überzieh-Protection oder sowas, ne? Genau, das war die Angle of Attack Protection. Die sehen wir uns gleich als nächstes an. Davor beschleunigst du bitte auf ungefähr, sagen wir mal, 320 Knoten, um das Ganze nochmal ohne Angle of Attack Protection zu machen. Also das hier hat er nicht angezeigt hier unten. Die Anzeige habe ich nicht gesehen, aber er hat Alpha Flow Protection und wieder Toga Lock eingeschaltet und er hat die Nase runtergedrückt. Ja. Also das war nicht ich. Also zumindest initially nicht. Der hat die von, das waren das 30 Grad glaube ich, bis auf 20 hat er es selber gemacht. Konnte ich nichts machen, auch als ich gezogen habe, ist nichts passiert. Und erst danach konnte ich wieder selber regeln. Dann beschleunigen wir mal auf 320. Also es muss nicht sein, dass der Tool diese G-Anzeige simuliert. Das wäre eine sehr spezielle Sache. Aber prinzipiell dürften wir die Nase nur mit einem gewissen, nämlich maximal 2,5G nach oben reißen dürfen. Ich würde wahrscheinlich noch um 320, 330, genau irgendwie sowas, dass wir nicht wieder in die End-of-Deck-Protection kommen. Und dann probieren wir das Ganze nochmal einmal Vollgas nach hinten reißen. Okay,
Okay. Zeigt er nicht an, mit der Nase nach unten. Jetzt dürfen wir ihn maximal, du merkst, es geht langsamer nach unten als nach oben, weil wir nur mit minus einem G nach unten dürfen, aber mit 2,5 G nach oben. Genau, das ist die Load Factor Protection, die gilt übrigens auch in der Kurve. Für die Aerodynamiker unter allen Zuschauern. Bei einer Kurve erhöht sich der Load Factor auf natürliche Art und Weise, sprich bei einer 60 Grad Kurve liegt etwa Load Factor 2 an, das kann man sich ausrechnen, indem man 1 durch den Cosinus des Bank Angles rechnet. Sprich bei einem Cosinus von 60, der Cosinus von 60 sind ja 0,5 und 1 durch 0,5 sind ja bekanntermaßen 2. Deswegen würde bei einer 60 Grad Bankengelkurve automatisch Load Factor 2 anliegen. Das heißt, wir könnten dann nur mehr mit einem halben G die Nase nach oben ziehen bei einer 60 Grad Kurve. Das beschützt uns vor High Speed Stalls, weil, wie man auch weiß als Aerodynamiker, wenn man in einem Flugzeug die Nase komplett nach oben reißt, kann es sein, dass der Luftstrom auch abreißt, bevor die eigentliche Stalls wieder erreicht ist. Als nächstes werden wir das demonstrieren, was wir gerade schon aus Versehen getriggert haben, nämlich die Angle of Attack Protection. Der Angle of Attack ist nämlich der, auf Deutsch, der Anströmwinkel. Ist der Winkel zwischen Tragflächen Chordline, um es auf Englisch zu sagen, also dem Winkel zwischen Vorder- und Hinterkante der Tragfläche und dem relativen Luftstrom. Der relative Luftstrom kommt normalerweise direkt von vorn, wenn wir fliegen. Und ja, an dem können wir auch sehr gut den Stall ablesen. Wenn du mal die Speed etwas rausziehst, dass wir langsam aber sicher Richtung dem gelben Band fliegen. Zuerst kommen wir an der Green Dot Speed vorbei. Das ist die Geschwindigkeit mit dem minimalen Widerstand. Sprich, auf der Geschwindigkeit würde der Airbus am effizientesten fliegen und auch am besten sinken. Sprich, ohne Schub den weitesten Weg zurücklegen. Da jetzt Autothrust aus ist, hält er das übrigens nicht automatisch, nur so am Rande. Das ist alles komplett aus, ich fliege hier komplett manuell. Genau. Normalerweise sagt man sollte nicht unter die Green Dot Speed gehen mit der Geschwindigkeit. Und wenn die Flaps draußen sind, ist das jeweilige Pendant dazu die S- und die F-Speed. Unter diese sollte man im Normalbetrieb eigentlich nie kommen. Was wir hier als erstes sehen, dieser erste orangene Strich, ist die sogenannte VL, die Lowest Selectable Speed. Der A-Thrust wird, auch wenn der Speedbug darunter steht und der A-Thrust aktiv ist, nie unter diese erste Speed gehen, unter diesen ersten Strich, der jetzt bei etwa 200 oder einem Knoten steht. Hat noch relativ wenig mit einem Strömungsabriss zu tun, aber um da einen gewissen Puffer zu haben zur echten Strömungsabrissgeschwindigkeit, wird der A-Thrust, wenn er aktiv ist, nie unter diese Geschwindigkeit regeln. Das nächste Band, das gelb-rote Band, ist die sogenannte Alpha-Prot, also der Bereich, in dem dann langsam die Protection greift. Ist das schon eine Alpha-Floor-Protection oder ist das noch was anderes? Die Protection, die greift, ist nachher die Alpha-Floor-Protection, ja. Die V-Alpha-Floor ist ganz, also die Geschwindigkeit, die bei der Alpha-Floor aktiv wird, ist ganz leicht unter dem Beginn dieses gelb-schwarzen Balkens. Und beim roten Strich ist dann V-Alpha-Max, da fängt dann wirklich der Strömungsabriss an. Du wirst merken, wenn du jetzt den Schub komplett rausnimmst, wird er kurz unter 180 Knoten mit der Angle of Attack Protection beginnen. Sprich, jetzt siehst du die grünen Striche schon raufwandern auf 45 Grad. Okay. Und jetzt bei ungefähr 170 Knoten sollte er spätestens damit anfangen, die Alpha Floor Protection zu aktivieren. Ja, ich merke, dass das Höhenruder hat kaum noch Wirkung. Also ich ziehe gerade volle Granate und es passiert kaum noch was. Genau. Alpha Floor, da haben wir sie. Jetzt kommt sie. Alpha Floor. Jetzt reißt gerade die Verbindung etwas ab. Ja, er hat Alpha Floor, Togalock. Wir steigen wieder. Ich gehe auf 14.000 wieder. Raus damit. So, und ich gehe mal wieder auf die Green Dot Speed. Sorry, da war meine Internetverbindung kurz weg. Ja, kein Problem. Also es ist genau das passiert, was du gesagt hast. Bei ungefähr 165 Knoten ist die Alpha Floor Protection angesprungen. Der Flieger hat dafür gesorgt, dass die Nase leicht abgesenkt wird. Also ich konnte auch nichts mehr machen. Der hat die Nase runtergedrückt und hat Togalock aktiviert. Genau. Diese Alpha Protection, also Angle of Attack Protection,
ist die wichtigste im ganzen Flieger. Die hat Priorität über alle anderen Protections, sprich über die Pitch Protection, über die Bank Protection und so weiter. Und basiert auf zwei Teilen, nämlich zum einen, dass er eben Vollgas gibt, um aus diesem Geschwindigkeitsbereich rauszukommen. Zum zweiten daraus, dass er dir nicht erlaubt, die Nase, wie du schon vorher angemerkt hast, über einen gewissen Grad darüber hinauszuziehen. Dass du eben nicht in den Strömungsabriss reinkommst. Was wir jetzt noch machen können, leg dich mal mit 30 Grad in die Kurve, ungefähr bei der Green Dot Speed, und sieh mal zu, was dieser gelb-schwarze Balken macht. Der dürfte nach oben wandern. Ja, es fängt schon an, siehst du das? Geht schon los. Ja, genau. Hat damit zu tun, dass wir, wenn wir in der Kurve liegen, weniger Auftrieb produzieren und dass deswegen ganz einfach die Geschwindigkeiten höher sind. Das zumindest meine Version. Genau. Die Stall Speed steigt mit der Wurzel des Load Factors. Und nachdem der Load Factor ja größer ist, wenn wir in der Kurve bei 30 Grad, müsste das kopfrechnungsmäßig etwa bei uns ungefähr 1,2, 1,25 liegen. Steigt auch die Stall Speed mit der Wurzel von dieser Zahl und deswegen wird die V-Alpha-Pod größer. Selbes, wenn wir... Ja, bitte? Es macht ja auch Sinn, denn wenn man sich... Es gibt ja diese schönen Diagramme, wo die verschiedenen Kräfte, die am Flugzeug wirken, gegenübergestellt werden. Und wenn man sich in eine Kurve legt, kann der Auftrieb nicht mehr so groß sein, weil die beiden Flächen anders angeströmt werden. Das ist komplett korrekt. Und deswegen, dass ich weiß nicht, ob ich sowas finde, aber wenn ich es finde, kann ich es mal einblenden. Da gab es irgend so eine Animation, an die ich mich erinnere. Eventuell finde ich es auch nur als Bild, das weiß ich gerade nicht, muss ich mal schauen. Jedenfalls kann man das da relativ gut sehen. Das ist das, was wir gerade gemacht haben, dass die Kurvengeschwindigkeit immer höher sein muss, also dass die Kurvenströmungsabrissgeschwindigkeit, so wäre es dann korrekt, immer höher sein muss als die, wenn man gerade ausfliegt. Genau. Selbes passiert auch, wenn wir den Seitstick nach hinten ziehen und damit einen Load Factor generieren, das gefühlsmäßig wäre, wenn wir in der Kurve liegen. Wenn du mal so mittelstark am Joystick anziehst, wirst du merken, dass dieser Engel Alpha Prot auch nach oben wandert. Und der einfache gelbe Bereich verschwindet komplett dabei. Genau. Was etwas verwirrend sein dürfte, ist, dass das eigentlich einen Winkel darstellt und keine Geschwindigkeit. An der Geschwindigkeit gemessen ist es wirklich die Geschwindigkeit, an der dieser Winkel eintritt. Aber in Wirklichkeit ist das einfach nur die Marge zu dem Winkel, an dem der Strömungsabriss passiert. Sprich, wenn wir voll anziehen würden, wäre der Strömungsanstellwinkel ja natürlich immer schneller erreicht. Sprich, irgendwann kommen wir an den Winkel, an dem der Strömungsabriss passiert. Dementsprechend wandert natürlich auch das Band nach oben, weil wir bei gleichbleibender Geschwindigkeit und höherer Pitch-Attitude immer näher zu dem Winkel kommen, der uns den Strömungsabriss beschert. Deswegen wandert das Band auch so stark nach oben, deswegen ist bei der Load Factor Protection das Band auch so nach oben geschossen, dass diese Protection sofort aktiv geworden ist. So, um zusammenzufassen, wir haben bis jetzt gehabt die Bank Angle Protection, die Pitch Attitude Protection, das ist das plus minus plus 30 minus 10, 15, Verzeihung. Dann die Load Factor Protection und die Angle of Attack Protection. Und eine fünfte gibt es noch, nämlich eine High Speed Protection. Die Angle of Attack Protection ist gleichzeitig so eine Art Low Speed. Und die High-Speed-Protection macht im Prinzip genau das, wonach sie klingt. Wenn du mal einfach Vollgas gibst und ein bisschen sinkst, dass wir in die Nähe der Maximalgeschwindigkeit kommen, 350 Knoten, in einem vorsichtigen Descent bitte, dass wir uns langsam den 350... Okay, ich gehe mal nach oben. Also wir haben auch nicht so super viel Distanz zum Boden, deswegen... Genau, deswegen vorsichtiger Descent. Du wirst merken, bei 350 Knoten werden wieder zwei so grüne Striche zu finden sein. So, lass mal den Side-Stick los. So, mit losgelassenem Side-Stick lässt er uns ein bisschen in die Overspeed reinfliegen, nämlich ganz konkret bis zu 356 Knoten. Und wenn du den Side-Stick weiter loslässt, wirst du merken, dass er jetzt die Nase nach unten nehmen wird. Nach oben. Genau, er macht das jetzt selber. Und er wird jetzt die Nase so weit nach oben nehmen, dass er 356 Knoten hält. Ja, gut. Also er hat sie jetzt so weit nach oben genommen, dass wir aus dem Overspeed rausgekommen sind. Das ist ja an sich auch Sinn der Sache. Genau, ist die Sache ist nicht ganz perfekt simuliert, aber ist nicht falsch. Und du kannst jetzt, wenn du weiter Gas gibst und den Side-Stick nach unten drückst,
lässt er dich bis VMO plus 16, sprich bis 366 Knoten, beziehungsweise bis MMO. Genau, er lässt dich, genau, wenn du in theoretisch den Sidestick voll nach unten drücken würdest, lässt er dich bis maximal 360 fliegen, beziehungsweise bis Mach 0,86. Also ich drücke jetzt die ganze Zeit voll nach unten. Genau, er müsste sich theoretisch, wenn er richtig simuliert wäre, bei 306 einpendeln. Ab wann ist eigentlich wirklich Overspeed? Also ab wann kann es Schäden am Flieger geben? Weil das kann also ja das jetzt, wenn er dich da rein beschleunigen lässt, kann das ja noch nicht so super effektiv sein. Beziehungsweise Structural Damage beginnt im Normalbetrieb bei etwa 390 bis 400. Ja, okay. Wenn so, alles also eingefahren ist. Hier haben wir ziemlich genau 365. Genau. Und da bleibt er jetzt auch stehen. Also der ist ziemlich genau da. Genau, also wenn du den Zeitstick voll nach vorne drückst, dürfte dich nicht weiter. Genau. Als das. Also ich habe gerade volle Granate nach vorne, weiter geht's nicht. Ganz genau, ja, 365 Knoten. Kannst du das Ganze wieder recovern und uns wieder in den normalen Speed-Bereich bringen? So, das waren jetzt alle Protections im Normal Law einmal demonstriert. Um es zusammenzufassen: Bank Angle Protection, sprich Rollen links-rechts mit 67 Grad. Pitch Attitude Protection, plus 30, minus 15 Grad. Angular for Tech Protection, sprich Stall und Low Speed. Load Factor Protection, sprich maximal 2,5 G nach oben und minus 1 G nach unten. Und diese High Speed Protection, wo er dich bis maximal 366 Knoten fliegen lässt, bevor er selber hochzieht, also bis dorthin, wo er selber hochzieht. Beziehungsweise wenn du den Sidestick loslässt, müsste er dich in der Theorie auf 356 Knoten stehen lassen mit der Pitch. Der Unterschied von Low Speed zum High Speed ist, im High Speed zieht er nicht selbstständig das Gas raus. Im Low Speed gibt er, egal wo der Schubhebel steht, Alpha Floor, sprich Toga Schub. Egal wo der Schubhebel vorher stand oder egal in welchem Status der Autothrust war. Im Normalbetrieb wird ein Pilot eigentlich nur diese Protections encountern. Und wir haben gemerkt, man kann den Airbus nicht stoppen. Warum gibt es dann jetzt trotzdem diesen Stall Callout rein zu hören? Den gibt's ja. Ich vermute mal, dass es den nur dann gibt, wenn die entsprechenden Protections wieso auch immer nicht aktiv sind. Also wenn irgendwas ausgefallen ist, das hatten wir ja auch schon, dass dann doch eine zusätzliche Sicherheit vorhanden ist. Dass also, wenn tatsächlich die Protections wieso auch immer ausgefallen sind, man dann immer noch keine aktive, sondern noch eine passive Sicherung hat. Genau. Dazu gehen wir in einen Degraded Mode, sprich, wenn du mal, genau, dreh mal Richtung München am besten. Was wir jetzt machen, ist, wir bringen den Flieger in das sogenannte Alternate Law. Es gibt drei Laws, wir befinden uns normalerweise immer im Normal Law. Dann gibt es noch Alternate und Direct Law. Was das ist, dazu komme ich gleich. Schau mal bitte ins Overhead Panel, da wo die ADIRS sind. Eine Sekunde, eben ganz kurz dafür sorgen, dass wir hier eine einigermaßen stabile Fluglage haben. Genau. Du hast unter den IRSs drei Push-Buttons. Da steht ADR 1, 3 und 2. Schalt mal ADR 2 und ADR 3 aus. Zack. Jetzt siehst du am besten wieder nach vorne. So, jetzt haben wir natürlich eine Warnung bekommen, dass die ADRs weg sind und du wirst merken am Standby-Instrument und auf der First Officer-Seite der Speed und die Höhe der Anzeige weg. Das gucken wir doch gleich mal nach. Das ist richtig. Was macht er denn hier? Das ist richtig. Vertical Speed, Altitude und Speed sind weg. Genau. Da wir eben gerade den AirData Reference Computer, sprich den Computer, der den Luftdruck in diese Informationen umwandelt, ausgeschalten haben. Dadurch sind wir in sogenannte Alternate Law gekommen. Das Alternate Law merkt man direkt daran, dass statt diesen zwei grünen Strichen links und rechts vom PFD diese zwei Kreuzchen da sind. Da, genauso da wie und bei hier unten. Genau, genau, perfekt. Jetzt befinden wir uns eben im Alternate Law. Du wirst merken, wenn du dich mal in die 15 bis 20 Grad Pitch. Pitch up oder down? Bank. Verzeihung. Ach so, Bank, okay. Genau, und jetzt den Joystick loslässt. Solltest du in der Theorie merken, dass er sich wie ein normales Flugzeug verhält, sprich, dass er wieder zur Mitte kommen sollte.
kommen sollte. Tut er nicht, der bleibt da. Das ist quasi so, wie als hätte er noch Normal Law. Also das ist genau dasselbe Verhalten. Das ist dann nicht richtig formuliert, simuliert, weil im Alternate Law fliegt er sich im Pitch, sprich rauf und runter, wie im Normal Law, allerdings hat er keine künstliche Stabilität mehr. Also man merkt, der ist Pitch up und down unglaublich sensibel dadurch, dass das jetzt ausgeschaltet ist. Also ich muss nur ein ganz bisschen dran ziehen, man hat das eben gesehen, das ging rauf und runter die ganze Zeit, das war sehr ungenau. Aber den Pitch hält er, den Bang Angle hält er tatsächlich ziemlich genau ein. Nur, wenn ich jetzt wieder zurückrolle, man sieht es halt, der wackelt mit der Nase rauf und runter. Ne? Also das hier, siehst du das? Das ist absolut minimalste Joystick-Eingaben. Keine Ahnung, ob das was damit zu tun hat, aber das meine ich mich daran zu erinnern, dass das eben nicht so war. Ja, guck mal, der wackelt jetzt. Nee, das war definitiv nicht so. Der wackelt leicht rauf und runter. Ja, im Alternate Law ist er deutlich empfindlicher, was Steuerung angeht. So. Jetzt haben wir nur mehr eine Protection, sprich die Load Factor Protection. Sprich, wir können jetzt die Nase nur mehr mit 2,5G, also Load Factor 2,5 nach oben nehmen und mit minus 1 nach unten. Allerdings können wir jetzt zum einen mehr rollen, sprich du kannst mal versuchsweise in der 90 Grad Kurve einleiten und dann direkt wieder ausleiten, bitte. Und du merkst auch, es sollte deutlich schneller gehen. Genau, einfach nur über dieses Kreuz drüber. Genau. So. Ja, man hat aber auch gesehen, dass das rote Geschwindigkeitsband hier links, dass das tatsächlich direkt hochgekommen ist. Wir waren also eben bei knapp 240 damit. Also das ist tatsächlich immer noch aktiv, falls es das sollte. Genau. So, dann kannst du mal, was auch, also das kannst du jetzt probieren oder mir einfach glauben, weg ist die Pitch Attitude Protection. Sprich, du kannst jetzt mehr als 15 Grad die Nase nach unten oder mehr als 30 Grad die Nase nach unten nehmen. Ist mir gerade so aufgefallen. Die Kreuze, die zeigen ja quasi visuell an, dass diese Protections weg sind, oder? Ja, genau, das ist der Sinn der Kreuze. Die High Speed Stability ist zwar noch gegeben, sprich, wenn du den Joystick in High Speed loslässt, würde er auch an eine ähnliche Stelle gehen, nämlich konkret 354 Knoten. Allerdings kannst du jetzt theoretisch so weit in den Highspeed-Bereich reindrücken, wie du möchtest. Das machen wir jetzt mal nicht. Was jetzt auch weg ist, ist die AOA Protection. Sprich die Angle of Attack Protection. Wenn du jetzt mal die Speed reduzierst in einer kontrollierten Art und Weise. Und eine Kurve Richtung Wald einleitest am besten. Dann merkst du, wir haben zwar noch ein VLS-Band, also dieses erste Band, der kleine orangene Strich. Dahinter ist aber keine Alpha-Prot mehr, sondern direkt die Stall-Speed. Wenn du jetzt wieder in den Geradeausflug übergehst, wird die VLS größer. Ja, der ist total instabil mit dem Pitch. Ist richtig schwierig, das gerade konstant zu halten. Jetzt müsste eigentlich gleich Stall. Vorher kommt noch was anderes. Oder? Jetzt ist er nämlich so, wie wenn du den Joystick jetzt loslässt und nur die Speed weiter reduzierst. Ja, ich kann den nicht loslassen, weil er dann automatisch nach unten geht in Descent. Das heißt, ich muss ein bisschen ziehen. So. Und lass jetzt mal den Joystick los. Jetzt hat er nämlich eine künstliche Stabilität, dass er dich künstlich über der Stall-Speed hält. Sprich, er wird jetzt einen Nose-Down-Demand verlangen, solange bis wir wieder aus der VLS draußen sind. Und dann wird er das Ganze wieder stabil machen. Das heißt, so wie er dich vorher künstlich aus dem Overspeed raus, ohne das wirklich hart zu kappen, holt er dich jetzt künstlich aus einer Low-Speed-Situation heraus. Das Ganze nennt sich jetzt Low-Speed-Stability. Und was wir jetzt machen können, wie du schon richtig erkannt hast, wir können ihn jetzt stallen.
Das war extrem leise, das hat man kaum gehört. Und ich höre jetzt mal ganz kurz damit auf und bringe den wieder in eine normale Fluglage. Aber es kam Stall, Stall und ein Ton, der hörte sich an wie ein Telefon. Ja, im wichtigsten Moment ist natürlich mein Internet wieder verschwunden. Aber ich habe den ersten Stall noch gehört. Also es war Stall, Stall in der typischen Airbus-Stimme, aber es war super leise, okay. Das hat man kaum gehört. Und dieser Telefonsound, der war dann ein bisschen lauter. Also in echt ist dieser Stall, Stall ziemlich laut, man sollte es auch bemerken. Und wie du gemerkt hast, wahrscheinlich, du musstest es selbst recovern. Ja, das ist richtig, er hat nicht damit aufgehört. Also ich habe dann selber wieder Schub dazu getan, weil Tobalok ging nicht. Genau. Mach mal bitte die System Page auf und geh auf die Status Page, sprich clear einfach alle Fehler, bis wir auf der Status Page sind. Genau, das ist jetzt, wenn Landing Gear Down, sind wir im Direct Law. Sprich, wir sind unter 200, reduzieren wir unter 250 Knoten. Das wären nämlich die Maximalgeschwindigkeit fürs Fahrrad. Der Vorteil des Alternate Laws ist nämlich, dass wir zwar ein bisschen instabiler fliegen, er aber nach wie vor für uns trimmt. Die Höhenruder drüben nimmt. Ja. Ach ja, stimmt, das war genau. Wenn wir jetzt das Fahrwerk ausfahren, macht er das nicht mehr, sondern lässt den Trim genau da, wo er ist, ne? War genau. Das nicht irgendwie so? Fahr mal das Fahrwerk aus. Und jetzt sehen wir sofort, dass wir im Direct Law sind. Am PFD steht Use. Uiuiui, ja, ja. Use Manual Pitch Trim. Das heißt, du kannst es mit den Knöpfen, mit denen am Joystick, mit denen du normalerweise ein klassisches Flugzeug trimmst, kannst du die Höhenrudertrimmung bedienen. In echt ist das ein bisschen schwerer, weil wir müssen da wirklich dieses Trimrad am Schubhebel bedienen. Aber. Ist das eigentlich schwergängig oder ist das relativ einfach? Das ist einfach? Nicht so schwer. Das ist nicht ganz leichtgängig, aber auch nicht allzu schwer. Direct Law, Increased Fuel Consumption und Cut One Only, jo. Macht auch Sinn. Genau. Der Hintergrund ist, dass er der Hintergrund der Reconfiguration Laws prinzipiell sein kann, dass die Computer falsche Informationen bekommen. Er könnte glauben, wir haben 50 Grad Nose Up, obwohl es nicht stimmt. Und dann können wir ihn ins Alternate Law entweder selber bringen, durch den Trick, den ich dir vorher gezeigt habe, mit den zwei ADRs. Oder er erkennt das und schaltet sich von selber ins Alternate und Direct Law, dass wir ihn auch über Werte, die er glaubt falsch zu sein, fliegen könnten. Und um ein möglichst gutes Flugverhalten auch in Bodennähe zu gewährleisten, springt er bei den meisten Fehlern mit dem Gear Down in das Direct Law, um sich einfach wie ein normales Flugzeug steuern zu lassen, da es im Alternate Law diesen Flare Mode, den wir im Normal Law haben, nicht gibt. Den Flare Mode werde ich eventuell nachher noch erklären, wenn wir nachher landen. Das ist das, was er automatisch machen würde, wenn wir ihn automatisch fliegen lassen. Nee, das macht er auch, wenn wir manuell fliegen. Ach so, ja, dann weiß ich, was das ist, dass er sich 50 Fuß die Trimposition merkt und dann langsam genau, nach unten das trimmt. Dass man ziehen muss. Genau, nachdem er das im Alternate Law nicht macht, würde sich komisch. Beziehungsweise, ich muss mich verbessern, er macht das teilweise im Alternate Law, da kommt das auf Fehler. Und deswegen geht er ins Direct Law, damit sich das Flugzeug anfühlt. Das Flugzeug. Es ist tatsächlich, also er steuert sich extrem feinfühlig. Man sieht das die ganze Zeit. Ich kann den nicht konstant auf einer Höhe halten, sondern er geht die ganze Zeit rauf und runter und nach links und nach rechts. Genau. Und wenn, also Use Main Pitch Trim steht da, wenn wir im Direct Law sind, dann kannst du das Fahrwerk wieder ein- und ausspringen. Genau. Sobald der Fahrwerkshebel oben ist, merkst du, sind wir wieder im Alternate Law. Jetzt haben wir wieder die Load Factor Protection, die haben wir im Direct Law auch nicht. Also im Direct Law wirklich gar keine Protections. Und jetzt haben wir wieder die Load Factor Protection. Und wenn wir uns, genau, wenn wir uns die zwei ADRs wieder dazu holen, dann haben wir auch wieder das Normal Law. Habe ich, ja, sind beide da, aber wir sind immer noch im Alternate Law. Warte kurz, das könnte sogar stimmen, lass mich ganz kurz nachsehen. Ja, genau, bei gewissen Fehlern, wenn er im Alternate Law war, geht er nicht mehr ins Normal Law zurück. Um zu verhindern, dass eben das Normal Law mit seinen Protections irgendwas komisches macht. Dieser. Das heißt ja dann also quasi, dass der Tolis sogar ziemlich gut ist, was das angeht, denn er macht's richtig. Es gäbe noch theoretisch ein Abnormal Attitude Law. Das würde getriggert, wenn wir einen Bankangle über 125 Grad hätten.
oder eine Pitch Attitude über 50 Grad oder die Speed below 60 Knoten wäre oder über Mach 091 oder wir einen Angle of Attack von 30 bis 40 Grad hätten. Okay, also 125 Grad Bankwinkel heißt ja, du fliegst fast aus dem auf den Kopf. Deswegen sind die relativ schwer zu triggern und im Prinzip ist es ein Alternate Law, dieses Abnormal Attitude Law. Fühlt sich für uns genauso an wie das Alternate Law. Du kannst mal Richtung Bodennähe sinken, wenn du magst. Jetzt ist die Frage, ob er diesen Low Energy Alert auch im Alternate Law von gibt. Im Normal Law auf jeden Fall, das ist klar. Mal sehen, ob er es auch im Alternate Law macht. Da bin ich mir tatsächlich auch in echt nicht sicher, weil wir es nur im Normal Law üben. Kennst du von verschiedenen Videos vielleicht den Callout Speed, 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 den der Computer macht? Ja, kenne ich. Ich weiß aber nicht, was genau der bedeutet. Das bedeutet, dass wir in Bodennähe sind und wenig Energie. Deswegen ist es gut, dass es hier flach ist. Sinken wir mal auf bis unter 2000 Fuß Bodennähe, sprich bis der Radio Altimeter unter 2000 Fuß anzeigt. Und dann ziehst du das Gas mal raus. Der sollte dann noch über der WLS, aber wenn wir auf dem Weg Richtung Stall sind, Speed, Speed, Speed schreiben. Und fahr auch mal, sobald du unter der entsprechenden Geschwindigkeit bist, die Flaps of Hands, das ist auch noch, könnte je nach Konfiguration des Flugzeugs ein Kriterium für die Speed Warnung sein. Man sollte normalerweise eben auch nicht in diese Situation kommen, aber jetzt zur Demonstration natürlich. Jetzt müsste dann schon langsam Speed, Speed, Speed kommen. Okay. Also vielleicht, entweder es kommt nur im Normal Law oder es ist nicht simuliert. Ich behaupte, es kommt nur im Normal Law. Da wir jetzt gerade im Alternate Law sind, wird das jetzt eher nicht kommen. Mag sein. Dann würde ich sagen, wir steigen mal auf etwa 5000 Fuß. Dann, wenn du keine Fragen mehr zu den Protections hast, würde ich sagen, wir fliegen zurück Richtung München, nämlich initially zum Maisach VOA. MAH. Nee, tatsächlich nicht, aber ich würde dich bitten, mal ein abschließendes Urteil zu fällen. Wie schlägt sich der Tholis bezogen darauf, wenn du das Ganze auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten würdest? Ja, und zwar für jede Protection einzeln, falls du dich noch so genau dran erinnerst, und am Ende eine Gesamtbewertung. Was würdest du sagen? Die Protection kriegt von mir eine 9 von 10, weil sie kurz vor 67 Grad schon Schluss gemacht hat. Aber prinzipiell das mit dem Rückfahren auf 33 Grad und so weiter. Und auch das Wechsel von 67 Grad auf 45 Grad Maximum Bank war super. Die Pitch Attitude Protection kriegt auch von mir 10 von 10, weil das hat sie einfach gemacht, wie sie soll. Plus 30, minus 15. Nicht mehr, nicht weniger. Die Load Factor Protection an sich, schätze ich mal, würde 8 von 10 kriegen. Ich ziehe den Punkt ab auf 7 von 10, weil wir es am System Display nicht gesehen haben, den Load Factor ab 1,7G. Die Angle of Attack Protection ist auch gut gemacht, greift meinem Gefühl nach vielleicht ein bisschen spät, aber das könnte daran liegen, dass das nur eine Simulation ist und nicht perfekt ist. Würde ich auch sagen 9 von 10. Dann die High Speed Protection kriegt von mir 7 von 10, weil sie nicht genau die Werte gehalten hat, beziehungsweise hat sie bei der High Speed Stability dich ohne Side Stick Input nicht auf 356 Knoten runtergelassen, sondern deutlich weiter. Also, aber trotzdem den Job relativ gut gemacht, 7 von 10. Und, habe ich jetzt eine vergessen, Bank Angle, Pitch, AOA, Load Factor, High Speed, ne, habe ich nicht vergessen. Und auch die Rekonfiguration ins Alternate Law hat es super gemacht. Dahingehend, ich meine, wir haben es nicht eingehend getestet, aber ich behaupte mal, die Protections sind wirklich weg. Und diese Low Speed Stability hat er trotzdem im Alternate Law richtig gemacht und stallen lässt er sich im Alternate Law. In dem Sinne war das auch sehr gut. Also das Schlechteste von allen war tatsächlich die High-Speed-Protection und das auch nur, weil sie um, ich sag mal,
drei bis fünf Knoten ungenau war und diese eine Sache mit der Stability nicht perfekt gemacht. Abgesehen davon, super. Also tatsächlich wieder ein weiterer Punkt beim Todes, wo ich sagen würde, Chapeau an die Entwickler, gut gemacht. Also das ist definitiv was, wo sich dieser Flieger nicht zu verstecken braucht. Vielleicht machen es die anderen Flugzeuge insofern besser, dass sie detailreicher sind, weil du sagtest ja, so ein paar kleinere Sachen sind hier und da nicht ganz stimmig, beziehungsweise fehlen. Wie zum Beispiel die Anzeige oder das halt eben im Overspeed ein bisschen zu hoch hat, also zu schnell hat fliegen lassen, was eigentlich weniger hätte sein müssen. Aber im Großen und Ganzen würde ich tatsächlich sagen, dass das sehr geil aussieht und dass wir hier, was die Protections angeht, was ziemlich Vollwertiges bekommen. Ja, durchaus. Und für die Mitpicker, sag mal auf Englisch, die I-Tüpfelchenreiter. Ich weiß natürlich, dass es im Alternate Law nicht direkt ins Direct Law geht, sondern eigentlich ins Alternate Flare Law, was aber rein prozedural und aus Pilotensicht gesehen identisch ist mit dem Direct Law. Also wir sind mechanisch nicht im Direct Law, also von den Fehlern her, sondern im Alternate Flare Law, sobald das Gear down ist. Ja, dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Immer wieder gerne. Und noch eine gute Landung, die ich jetzt leider nicht erleben darf. Und dann, ja, viel Spaß und man sieht sich. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Gute Landung. Dankeschön. So, soviel also zu den Protections im TOLES A319 und wie wir gesehen und vor allen Dingen gehört haben von Matthias, bekommt der Flieger am Ende eine solide 8,1 von 10 und ist damit eine relativ präzise Umsetzung. Es fehlen zwar einige kleinere Dinge, die allerdings nicht wirklich wichtig sind, zum Beispiel die Anzeige unterhalb der Uhr, wie wir gesehen haben, hier müsste dann eigentlich was stehen, wenn eine der Protections anspringt. Matthias meint aber, das sind Sachen, die seien so unwichtig, dass sie hier tatsächlich nicht wirklich ins Gewicht fallen, sondern eher so eine Art kosmetische Features sein. Das heißt, die Systeme dieses Flugzeugs bekommen hier wieder einmal eine sehr gute Benotung. Wir machen das mal einfacher, aus der 8,1 von 10 wird hier eine 8 von 10. Das bedeutet also, dass wir hier wieder einmal einen Teil der Systeme haben, der sich im Gesamtvergleich sehr, sehr gut schlägt und definitiv auch mit anderen Flugzeugen, nicht nur mit dem Flight Factor, sondern auch zum Beispiel mit dem FS Labs durchaus mithalten kann. Die machen zwar mit Sicherheit diverse Sachen detaillierter, es sieht besser aus und es ist vielleicht auch alles vorhanden. Die Tatsache, dass es sich bei dem, was hier fehlt oder dem, was hier nicht ganz richtig ist, aber um kosmetische und nicht um wesentliche Features handelt, bügelt das aus meiner Sicht tatsächlich wieder aus. Hier muss ich ganz klar sagen, Chapeau an TOLES, das ist ein verdammt guter Job. Und damit sind wir dann tatsächlich auch schon am Ende. Wir haben jetzt alles einmal durch. Wenn euch das gefällt, was ich tue, dann wäre ein Daumen hoch und ein Abo natürlich absolute Spitzenklasse. Und wenn ihr mich weiterhin unterstützen möchtet, dann könnt ihr das tun, indem ihr mir eine kleine Spende hinterlasst, und zwar über Patreon, TypeStream oder indem ihr Mitglied meines Kanals werdet. Und wenn ihr mich weiterhin unterstützen möchtet, könnt ihr das tun, indem ihr mir eine kleine Spende hinterlasst, so zum Beispiel über Patreon, TypeStream oder indem ihr Mitglied meines Kanals werdet. Die entsprechenden Links dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Wenn euch nicht gefällt, was wir hier gemacht haben, dann würde mich natürlich ebenfalls brennend interessieren, warum das so ist. Bitte schreibt es mir also entweder per Mail, in den Discord oder als Kommentar unter dieses Video. Ich möchte mich jetzt ganz herzlich dafür bedanken, dass ihr bis hierhin dabei geblieben seid. Vielen lieben Dank an Matthias, dass er sich wieder die Zeit genommen hat. Und wir sehen uns dann im nächsten Video oder im nächsten Livestream wieder. Bis dahin, macht's gut.